Hallo zusammen und willkommen zu Assetto Corsa und zum Dreampack Nummer 1. Ja, lange haben wir gewartet, nun ist es endlich erschienen und ich kann euch schon mal so viel sagen, mir macht das richtig Spaß, ich feiere das Ding gerade richtig. Und die Autos, die da mit dabei sind, die schauen wir uns jetzt bei der Reihe nach an. Wir starten im Alfa Romeo 155 V6 DTM. Das ist das Auto, was mir im Moment von allen am meisten Spaß macht. Ist sequenziell geschaltet, braucht aber ein kleines bisschen Gas, um die Gänge gut hoch und runter zu kommen und hat einen Motor, der bis 12.000 Umdrehungen dreht. Der Alfa Romeo 4C ähnelt von den Fahrleistungen und von der Motorisierung her der Lotus Elise oder dem Exige, macht an sich auch riesig Spaß, fährt sich gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass Alfa dem Auto ein bisschen zu langsam Schalten der sequentielle Schaltung verpasst hat. Der Alfa Romeo GTA, die Leichtbauvariante vom normalen GT, kann man wunderbar mit dem H-Schalter fahren, ist ein handgeschaltetes Auto und verbreitet, finde ich, eine unheimliche Atmosphäre. Also ich habe direkt das Gefühl, Öl in der Nase zu haben, wenn ich mit diesem Auto unterwegs bin. Macht mir auch riesig Spaß.
BMW M235i. Kleine Knallkiste mit richtig viel Leistung und mit erschreckend viel Grip. Also ich weiß gar nicht, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Kann man unheimlich über die Strecke jagen, aber ob das alles so realistisch ist, ich weiß es nicht. Corvette C7R. Dieses Auto scheint wirklich mit jeder Faser seines Chassis zu schreien, fahr schneller und selbst wenn es nicht geht, ich bring dich irgendwie durch. Also unglaublich, mit was für Geschwindigkeit man dieses Auto durch die Kurven fahren kann, also beispielsweise die hohe 8 oder auch die Mutkurve gehen beide im sechsten Gang mit Vollgas. Der McLaren F1 GTR. Eins von meinen persönlichen Traumautos und für mich das erste Mal, dass ich den in so einer Simulation fahren kann. Hat reichlich Leistung und ein Fahrwerk und Bremsen, die nicht ganz zu der immensen Leistung passen. Also das Ding will wirklich gehandelt werden und macht dabei auch richtig Spaß. Wir bleiben bei McLaren und steigen um in einen der Nachfolger des F1, nämlich den P1. Und hier merkt man deutlich die Abstammung vom F1, also Fahrverhalten und Leistung wurden weiterentwickelt, ohne das Gesamtpaket dabei zu stark zu ändern. Also auch eine ordentliche Herausforderung.
Das Auto, was mir nach dem Alfa Romeo 155 im Moment am meisten Spaß macht, ist der Sauber C9 hier. Leistung ohne Ende, aus niedrigsten Drehzahlen, auch mit dem H-Schalter fahrbar. Also das Ding ist auch wirklich geil. Muss ich allerdings noch eine ganze Weile trainieren, ehrlich gesagt. Fährt sich nicht ganz einfach. Kann ich euch aber nur wärmstens empfehlen, das Ding. Der Mercedes-Benz 190 Evo. So ähnlich mir schon bekannt aus Race Room Racing Experience und die ähneln sich auch schon ein Stück, will ich jetzt aber gar nicht unbedingt miteinander vergleichen. Macht auf jeden Fall riesig Spaß, das Ding in Kombination mit dem Alfa 155 und dem i30 in der DTM-Variante kann man da super Rennen mitfahren. Und zu guter Letzt haben wir noch den Nissan GT-R GT3 als perfekte Ergänzung zu BMW Z4, McLaren 12C und Mercedes SLS, also der GT3-Gruppe. Und auch wenn das Design nicht ganz so mein Geschmack ist, ist ja als Geschmackssache, freue ich mich auf jeden Fall über ein bisschen mehr Abwechslung in der GT3. Ja, das ist es also, das Assetto Corsa Dream Pack 1. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, aber sicher jeder mitbekommen hat, ist, dass die Nordschleife natürlich auch ein Bestandteil des Packs ist. Ja, die erste lasergescannte Nordschleife finde ich richtig geil. Ich bin schon ewig Runden aufgefahren und ein Ende ist da nicht in Sicht. Der Preis von 10 Euro als Vorbesteller geht für mich auch völlig in Ordnung. Wenn man überlegt, wie viel Zeit ich damit schon verbracht habe und wie viel Spaß ich damit hatte, dann stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich auf jeden Fall. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Das soll es also soweit gewesen sein vom Assetto Corsa Dream Pack 1 und wenn euch das Video gefallen hat, sehen wir uns vielleicht zum nächsten Mal.